Grüße euch. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich, Annette hier? Wir haben den 14.06.2024 und wir schauen uns an, was so los ist in meinem magischen Fernseher für diese Woche. Halleluja. Aber schon mal ein Halleluja gleich als erstes ist schon mal cool. Das ist so wie, als wenn wir auf dem Karussell sind. Oder im Auge eines Hurricanes. Wir haben uns total in unsere Mitte gebracht. Wir haben uns gezettelt. Aber wir wissen, dass im Außen ein Sturm herrscht. Der Sturm der Veränderung, der Sturm der Befreiung, der Sturm des Aufräumens. Ab und zu habe ich das an unsere Ohren. Wie so Wortfetzen, Satzfetzen, Informationen kommen, die alles andere als angenehm und als schön sind. Aber Achtung, ihr Lieben, die Warnkarte Pink liegt da im Außen. Das ist egal. Ich versuche das jetzt zu übersetzen, wie der Fernseher mir das sagt. Egal, was sie uns erzählen, wir sind im Auge des Sturmes, wir sind in der Mitte. Aber der Mixer dreht sich. Das ist so wie, als wenn man einen Kuchen backen will und die Zutaten nicht verrührt. Und die Zutaten, die einzelnen Zutaten, ist die Information, die Information, die Information. Der Mixer ist aber an. Und die werfen was in den Mixtopf. Und der Mixer verrührt das, sodass das Ei das reingeworfen als die Nachricht, der Aufhänger, das Drama im Mixer verrührt wird. Hat es dann in euren Augen noch dieselbe Konsistenz und dieselbe Information als Ei, wenn es denn auch, wenn es nicht mehr ganz ist und verrührt wurde? Nein. Auf Grundlage der Veränderung der Konsistenz des Eis hat es für den Kuchenteig eine ganz andere Information und Funktion. Und das ist so, wie man wirft etwas in den Topf und sagt, so ist es, so wird es sein und wir können nichts dagegen machen, weil wir haben das Sagen, wir haben die Macht und wir gehen jetzt nach vorne damit. Aber der Mixer ist an. Und der Mixer verrührt das Ganze. Und der Mixer hat alle Macht, das, was die da reinwerfen, zu verändern. Egal in welche Form und Weise. Es gibt ja kein Gut und kein Schlecht, sondern nur, okay. Die werfen das jetzt in den Mixer, der Mixer läuft, der Orkan ist an, der Hurricane. Wir sitzen in der Mitte, wir sind in der Sicherheit. Aber außenrum wird alles nochmal neu gemixt, neu arrangiert, neu konfiguriert. Ich hoffe, ich habe es euch gut erklärt. Halleluja. So, dass ihr wisst, egal was man uns erzählt oder verkauft, der Mixer ist an und das Ding wird noch durchgequirlt. Und dann mal gucken, wie am Ende die Konsistenz des Kuchenteiches ist und welchen Kuchen wir daraus backen. Weil, was auch noch als Info gut ist, wir sitzen in der Mitte, im Auge des Hurricanes. Wir finden immer mehr unsere Mitte, unsere Stabilität. Und die Mitte ist die Basis. Das, was als Drama uns verkauft wird, ist nur am Rande. Versteht ihr die Metapher? Das ist nur am Rande. Also kümmert euch nicht um das Randgedöns, sondern kümmert euch um die Mitte, damit die Mitte weiter wächst, größer wird, in die Stabilität kommt und eure Ruhe ins Außen des Hurricanes gestrahlt wird und damit die Luft aus dem sich noch tosenden Hurricane-Mixer herausgesaugt wird und diese ganze Schrupselage in sich zusammenfällt. Das heißt nicht, dass es in einer Woche ist. Hallo, wir müssen schon mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Aber darum geht es jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Und das initiiert sich jetzt in dieser Woche. Das ist total cool, die Metapher, finde ich. So, gibt es dazu noch was zu sagen, was wichtig ist?
Bleibt in der Mitte. Bleibt sitzen. Der Mixer mixt. Und die gaukeln uns vor, ja, die Macht haben wir, die Macht haben wir, die Macht haben wir. Aber das heißt nicht, dass das dementsprechend auch das ist, was dann rauskommt. Fake News. Fake Informationen. So, das war's. Ich knuddel euch, ich wuddel euch. Das war mir wieder ein und so weiter und so fort. Freue mich wieder, Like, Abo, Kommentare. Danke wieder für eure Großzügigkeit, meine Schnuckels. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.